Hallo, mein Name ist Sebastian Else, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Schönebeck, das ist eine kleine Stadt bei Magdeburg, und möchte euch heute mein Projekt vorstellen. Ich würde erstmal ganz gern ein bisschen was zu meiner Person sagen. Ich bin staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent für Fremdsprachen und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Danach war ich dann als Kundenberater für ein Versicherungsunternehmen tätig. Als ich mich dann ein bisschen umorientieren wollte in der Richtung Verkauf, bin ich in die Sportbranche gekommen und war dann als Kundenberater in einem Fitnessstudio tätig. Ja, das brachte mich dann auch zu meinem Projekt. Und zwar habe ich auf einem Volksfest einen Rollstuhlfahrer gesehen und in mir kam die Frage auf, warum ich eigentlich bei uns im Fitnessstudio keine Rollstuhlfahrer sehe. Und generell dann nach späterer Recherche herausfand, dass Behindertensport in Deutschland so gut wie gar nicht existiert, zumindest eben in Fitnessstudios. Also wir haben über 1 Million Rollstuhlfahrer in Deutschland im Alter von 14 bis 55 Jahren allein. Die Sache ist eben die, dass wenn ich habe viele Rollstuhlfahrer kennengelernt, die nicht seit Geburt an dem Rollstuhl sitzen, sondern zum Beispiel durch Autounfälle oder sonstiges eben erst im Rollstuhl gelandet sind. Ja. Und wenn vorher Sport ein Thema war, ist auch danach Sport ein Thema. Meine Idee ist es, einen neuartigen Fitnessrollstuhl auf den Markt zu bringen, der es Rollstuhlfahrern ermöglicht, ohne fremde Hilfe an den üblichen Geräten im Fitnessstudio zu trainieren. Die Vorteile sind, dass die Rollstuhlfahrer ins Fitnessstudio kommen und eben von ihrem herkömmlichen Rollstuhl auf meinen Rollstuhl umsteigen und mit diesem dann die Fitnessgeräte einfach anfahren können. Sie müssen nicht mal mehr absteigen, sondern fahren einfach rückwärts oder eben vorwärts, je nach Gerät, eben ran, stellen die Bremsen fest, können trainieren und das Gerät dann wieder verlassen. Es sind keine störenden Elemente oder sonstiges eben im Weg und es muss auch keine dritte Person dabei helfen, auf das Gerät zu kommen. Der Name ist ein Palindrom aus Never Surrender, was aus dem Englischen kommt und so viel bedeutet wie niemals aufgeben. Und genau das trage ich im Herz und sicherlich auch viele Rollstuhlfahrer. Und diesen Grundgedanken möchte ich eben vorantreiben. Also meine Motivation an der ganzen Sache ist eben einfach, die Inklusion voranzutreiben, dass es ein alltägliches Bild wird, eben Rollstuhlfahrer auch in öffentlichen Fitnessstudios eben anzutreffen und trainieren zu sehen, was bis jetzt eben nicht der Fall war. So, jetzt kennt ihr mein Projekt Neven. Wenn ihr da auch so viel Bock drauf habt wie ich, dann treibt mit mir die Inklusion zusammen, damit jeder Rollstuhlfahrer Bock hat und sich traut, ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren. Unterstützen könnt ihr die Sache hier bei Startnext.